Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hyrule Warriors für die Wii U. Im letzten Part haben wir ein wenig verkackt, ein wenig sehr verkackt, und das will ich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen versuchen wir es gleich nochmal mit dieser Mission hier, wo wir mit Zelda spielen dürfen, müssen, wie auch immer. Und ja, dann gucken wir doch mal, ob wir hier die Verstärkungen diesmal so richtig, ob wir die Mission diesmal richtig hinkriegen. Mal gucken. Mal gucken. So. Also ganz kurz. Ziel besiege Sia. Okay. Link flieht oder Hauptquartier fällt. Da oben ist das Hauptquartier. Okay. Damit kann ich leben. Ich würde sagen, dann rennen wir doch jetzt direkt mal hier so lang. So. Na, nee. Moment, doch. Erstmal die hier. Erstmal schnappen wir uns die hier. Wenn wir eh schon hier unten sind. Das war nicht der markierte Feind. Okay. Welcher ist der markierte Feind? Ach, hier die Krabbelmine, natürlich. So, na denn. Boah. Ganz ehrlich? Das dauert gerade echt scheiße lang hier, die blöde Krabbelmine zu zerstören. Das nervt so ein bisschen. Naja, Zelda ist halt nicht der stärkste Charakter, ne? So. Okay. What the fuck? Egal. So, die Krabbelmine hier haben wir gleich zerstört. Das finde ich sehr gut. Und weg damit. Okay. Dann müssen wir jetzt aber noch da hinten hin. Ich glaube nicht, dass wir die rechtzeitig noch wegkriegen. Ich glaube es echt nicht. Weil das sind 11 Sekunden. Nee. Nee, das wird nichts. Die Festung hier haben wir verloren. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Da ist er hochgegangen. Mist. So, und Midna, warum bist du plötzlich gegen mich? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die letzte Krabbelmine, die hätte ich jetzt hier fast verpennt. Die muss ganz, ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell. Die ist auf dem Weg zum Hauptquartier. Das wäre so ein bisschen blöd, wenn die hier tatsächlich ankommt. Nein, die hier. So. Okay. Na, immerhin kann ich da schon mal ein bisschen Schaden machen. So. Warum hauen die anderen hier nicht mit drauf? Ich habe keine Ahnung. Aber das sollte auch passen, wenn ich hier alleine drauf prüge. So. Ich meine, immerhin 45 Sekunden haben wir noch. Das ist jetzt hier auch kein Problem, so wirklich. So. Den dann nochmal kurz wegfeuern, damit der nicht weiter nervt. Okay, perfekt. So. Und jetzt haben wir dich hier weg. So. Gut, dann wollen wir die Nordhalle zurückerobern. Ganz wichtig. Glaube ich. So. Na denn. Wow. Ja, hallo Midna. Komm. Wir kennen die Animation, wir haben die schon so ein, zwei Mal gesehen. Von daher lassen wir das jetzt mal dabei. So.
Okay, hier ist auch irgendwo der Festungskommandant. Da ist er. Gut. Okay. Das wäre das. Und ich hätte jetzt hier gerne noch schnell ein Level Up. Damit ich wieder volles Leben habe. Dankeschön. Perfekt. So, gut. So, da ist der Sondereinheit Anführer. Holy fuck, Pyroma auch hier. Meine Fresse, ey. So viele endliche Einheiten, die mir auf den Sack gehen. So. Ich will einfach, dass ihr ganz schnell weggeht. Wie wär's, hm? So, den Vorpostenhauptmann hier noch schneller erledigen. So, zack, dankeschön. So, und hier haben wir den Sondereinheitanführer. Drecksack. Merkt gerade, dass das quasi eine Skelettenmusgarde ist. Das ist mir vorher nie so bewusst geworden. Naja. Wie auch immer. So, sehr schön. Jo, komm, die Mittelfestung holen wir uns hier noch schnell, weil wir einfach gerade schon dabei sind. Hauptquartier droht zu fallen. Oh, das gefällt mir nicht. Das ist blöd. Da muss ich schnell zurück. Oh, aber erst haben wir hier noch eine Truhe. Die will ich haben. Die ist rot. Rote Truhe heißt immer was ganz, ganz Interessantes. In dem Fall hier ein Herzteil. Dankeschön. Jo, gib her und lass mich schnell zurück zum Hauptquartier. So, damit das auch nicht fällt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Da müssen wir uns hier aber beeilen. Denn das ist kurz davor zu fallen. Und das mag mir so absolut nicht gefallen. Also nicht gefallen, ne? Dass das kurz vorm Fallen ist. Na, ihr versteht sicherlich, was ich meine. Oh, shit. Ach, komm schon, ehrlich jetzt. Wow. Ist aber auch eine Menge los, ey. Ist doch zum Kotzen. Das ist auch so eine Situation, wo ich mich sehr darüber freuen würde, wenn Zelda einfach mal mehr Schaden machen wird. Aber das ist halt einfach mal nicht... Oh, eine jetzt auch noch eine Krabbelmine hier drin, natürlich, ey. Warum denn auch nicht? Ne? Alter, warum sind hier so viele feindliche Truppen? Das geht doch mal gar nicht klar hier. Jo. Das war's. Hm. Okay. Ich bin aber störrisch. Das heißt, ich versuch's nochmal. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, Niederlage. Bla, bla. Okay. Ich glaube, ich bin die Sache... Ich glaube, ich gehe die Sache einfach falsch an. So. Zunächst rennen wir zu der dort oben. Zu der Krabbelmine. So, weil die hat den kürzesten Weg. Die hat den kürzesten Weg und ist damit die erste, die explodieren wird. Voraussichtlich zumindest. So. Das heißt, wenn ich die schnell erledigt kriege, dann besteht die gute Chance, dass keine meiner Festungen fällt. Ich also keine Festung wieder zurückerobern muss. Und ja, ich dadurch einen zeitlichen Vorteil habe. Ich hoffe, das stimmt auch so, wie ich mir das jetzt hier gerade ausmale und plane. So, okay. Okay, Krabbelmine 1 ist weg. Sehr schön. Dann auf zu Krabbelmine 2. Auf zu Krabbelmine 2. So, die ist... Ups, nein. Die ist hier. So.
Okay, perfekt. Die Krabbelmine war mit im Schussfeld. Sehr schön. Es kann doch nicht sein, dass ich hier die blöde Krabbelmine nicht erledigt kriege. Das möchte ich nicht glauben. So. Also, dass die blöde Mission hier nicht erledigt bekommen. Krabbelmine selber, die schaffe ich. Das ist kein Ding. So, okay, sehr gut. Den haben wir erledigt. So. Gut. Dann ist da hinten jetzt die Krabbelmine Richtung Hauptquartier. Ich aber erstmal ignoriere, denn ich will erstmal hier den Sondereinheit-Anführer ausschalten. So. Okay. Der hat schon mal ordentlich Schaden gefressen jetzt. Na komm. Perfekt. Okay. So, dann holen wir uns hier noch den Vorposten. Einfach, weil ich es kann. So, sehr schön. Und dann rennen wir da nach oben, wo die Krabbelmine ankommen wird. So. Na bitte. Sieht doch gerade gar nicht so kacke aus. Also außer meinem Leben, aber ich spekuliere gerade wieder auf ein Level-Up. Deswegen werde ich mich erstmal nicht heilen. So. So, hier. Kriegt mal wieder ein paar Pfeile in die Magengegend. Also, dahin, wo ein Magen wäre, wenn du einen hättest. So. Okay. Dankeschön. Oh, ein silbernes Material, das ist schön. So. Okay, dann wollen wir hier mal weiter raufprügeln. Das sollte ja jetzt nicht das große Problem sein, so eine blöde Krabbelmine zu zerstören. Vor allem, wenn ich nicht von anderen Gegnern noch in irgendeiner Form genervt werde. Und das werde ich gerade nicht. So. Okay, perfekt. Und ein Level-Up gekriegt. Nice. Darauf konnte ich mich also auch direkt mal verlassen. So. Dann heißt es für mich eigentlich nur noch Sia besiegen. Was? Sie haben eine meiner Festungen erobert? Ja gut, ist mir jetzt egal. So, ich renne jetzt Richtung Sia und prügel nur noch auf Sia ein. In der Hoffnung, dass ich sie erledigt bekomme, bevor mein Hauptquartier fällt. Könnte schwierig werden, aber ich versuch's einfach. Ich glaube zwar nicht, dass ich dadurch einen hohen Rang erhalte, aber ja. Ne? Manchmal muss man Prioritäten setzen. So. Ja, komm, hier. Oh, sehr schön. Das macht Schaden. Nice. Nice, nice, nice. Okay. Das wird auf jeden Fall was, bevor mein Hauptquartier fällt. Okay. Wenigstens haben wir die Mission dann mal geschafft. Ich muss ja nicht alles hier während der Aufnahme im A-Rang schaffen. Perfekt. Das war's. Sehr gut. Meine Fresse. Meine Fresse. Hui, hui, hui. Naja. Es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Nicht schön, aber selten. Ne? Von daher passt das. Okay, ja, C-Rang bei besiegt. Komisch. Warum das wohl? Ja, aber es war klar. Ein Stallmeisterschädel, cool. Zwei Stallmeisterknochen, auch gut. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich merke gerade, dass aus irgendwelchen Gründen meine Audiospur relativ leise aufgenommen wird. Also das, was ich hier so, ne, brabbel. Aber das soll mir jetzt gerade mal egal sein. Ich glaube, das passt trotzdem. So, was haben wir hier? Verheerende Trefferstufe 11. Uiuiui.
Ich weiß nicht. Weil ich meine, ich hatte hier mit Ruto schon bei einer Stufe 8 Quest. Oder Stufe 3, wie auch immer, arge Probleme. Aber ich versuch's einfach. So. Und zwar nutzen wir Sheik. Denn Sheik bekommt ein Herzteil auf A-Rang. Und man kann es ja einfach mal versuchen. So. Hier unsere stärkste Lyra. Und dann gucken wir doch mal. So, Zanto, düstere Herrscher, bla bla, Midna, bla bla, Beherrschung, besänftigen, unberechenbar, ja ja. Okay, das war die kurze Zusammenfassung von Zanto. Fülle die Mission, ja, toll. Okay, 30 feindliche Hauptleute. Na denn. Das sollten wir, hoppala, das sollten wir hinkriegen. What the fuck? Super, ich muss das No-Hit machen, ja. Also, quasi No-Hit. Weil die zu viel Schaden, weil mir hier alles scheiße viel Schaden macht. Yay. Mensch. Dann wollen wir doch gleich mal kurz was saufen. Ich hoffe, das reicht. Ah, fuck. Das war dumm. Das war dämlich, aber hey. Egal. So. Okay, na dann. Das waren natürlich noch keine Hauptleute. Logischerweise. Aber... Okay, die fallen dafür auch sehr schnell um. Gut. Also die machen mir zwar scheiße viel Schaden, aber die fallen auch um wie sonst was. Gut. Das ist schön. Das ist sehr schön. Dann muss ich mir hier keine Sorgen machen, dass die Kämpfe, weiß ich, wie lang dauern würden. Und ich einfach scheiße vorsichtig sein muss, mich getroffen zu werden. Aua. Von irgendwas wurde ich jetzt doch nochmal getroffen. Ach, fuck. Okay. Es könnte doch nochmal komplizierter werden, als ich dachte. Je nachdem. Ne? Aber ja. So, hier. Den schalten wir direkt mal so aus. Ich krieg hier natürlich auch keine Herzen oder sowas gedroppt. Das wäre ja zu einfach. Oder? Nee. Nichts an Herzen. Super. Okay. Noch 20 Feinde. Hey, Mensch. Noch 19. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. So. So. Perfekt. Auch nochmal einiges erledigt. Schön, schön. Den auch erledigt. Den auch. Sehr nice. Fuck, 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 fuck. Schwein gehabt, dass da keiner von den Kleinen mehr zugeschlagen hat. Oh, das wäre böse geworden. Das wäre richtig assi geworden, wenn die jetzt einmal zugehauen hätten, während ich gestunt war. Okay. Okay, alles gut. Alles gut. So, Transportsoldat erledigt. Sehr schön. Was hast du für mich? Ah ja. Oh, und ich kriege hier doch eine Heilung. Also eine kleine. Keine Ahnung, ob das reicht, um noch einen Schlag auszuhalten. Aber wir versuchen es. So. Na denn. So, hier noch irgendwo ein Flammengipto? Ja, da. Okay, perfekt. So. Hey, hier sind direkt schon wieder welche. Na denn. Ach, natürlich. Hey, perfekt, Level up.
Oh, das hätte besser gar nicht laufen können, als dass ich jetzt in dem Moment ein Level abkriege. Hui. Okay. Okay. Alles gut. So. Ist hier noch einer? Ja, da. Okay. Noch vier. Gut, und die vier sind alle da drüben. Ja, und ich wurde schon wieder erwischt. Na toll. Nur weil ich hier einfach schnell durchrennen wollte. Naja. Komm, bevor ihr mir hier auf den Sack geht, hauen wir euch mal kurz alle um. Na, danke sehr. So, noch drei. Noch zwei. Okay. Einer noch. Wo ist der? Ah, das war's schon. Hui. Okay. Hui, hui, hui. Ich werde eine Siegeshymne anstimmen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Wow. Alter. Das war so ein bisschen heftig. Aber es hat Spaß gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. So. Weil man halt auch wirklich ein bisschen aufpassen musste. Naja. Ja, erlittener Schaden C-Rang. War klar. Das war klar. Oh, eine neue Waffe mit versteckter Fähigkeit. Cool. Und zwei Flammenbandagen, die nehme ich auch gerne mit. Na bitte, dann haben wir es doch geschafft, zwei Missionen abzuschließen. Sehr gut. So, ich werde jetzt offscreen... ja, ich werde mir offscreen hier nochmal den Kompass holen. Und ich weiß nicht, ob wir das hier auch nochmal versuchen sollen, aber Ruto ist so ein schlechter Charakter. Wir werden sehen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Würde mich sehr über Feedback freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.